Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es ist jetzt 4.55 Uhr und ich hatte euch in irgendeinem Video mal versprochen, das ist schon lange, lange her, dass ich euch mal zeige, wie wir in Bremerhaven unsere Autos abholen. Und genau das mache ich heute. Es ist jetzt kurz vor 5, wir fahren jetzt gleich los. Warum fahren wir so früh? Hat mehrere Gründe. Zum einen, damit wir vernünftig natürlich wieder nach Hause kommen. Weil erfahrungsgemäß ist kurz vor Bremerhaven fast immer Stau und wir versuchen natürlich den Berufsverkehr so gut wie möglich zu umfahren. Das heißt, wenn alles klappt, sind wir zwischen 8 und 7:45 gleich da oben. Und das Ganze dauert natürlich auch mit Autos fertig machen, aufladen, Spanngurte dran, verkehrssicher vorbereiten und. Und im Optimalfall sind wir vor dem Feierabendverkehr heute Nachmittag wieder zu Hause. Deswegen so früh. Ich zeige euch gleich da oben alles mal. Bleibt dran, wird spannend. So, da sind wir auch schon. Wir sind bis nach Bremerhaven gefahren, haben jetzt in Ruhe gefrühstückt und jetzt sind wir hier bei unserem Verschiffer. Und zum einen zeige ich euch mal, wie die Autos hier ankommen und zum anderen werden hier natürlich auch ganz, ganz viele Unfallautos hingeschifft. Und da nehme ich euch jetzt mal mit, damit ihr das mal seht, was wir geschäftlich nicht machen, sondern wie die ganzen Unfallgurken aussehen, die von hier nach Litauen gehen und da repariert werden. Damit ihr jetzt mal einen Überblick kriegt, wie krass das hier ist bei unserem Verschiffer. Wir gehen gleich auch noch mal eben runter und zeigen euch mal so ein paar Unfallautos. Das ist hier die Aussicht in die Halle. Wir sind jetzt in der Halle. Also hier stehen ja hunderte Autos rum. Ganz gemischt. Viele, viele Unfallautos. Also Carfax rot und Ausrufezeichen, Salvage Style, platt. Die ganze Geschichte. Und wir haben unten schon einen gesehen, ein rotes Auto, der echt krass kaputt ist. Den zeige ich euch mal eben. Irgendwo dazwischen stehen auch unsere. Wir holen jetzt hier heute Chrysler Voyager ab. Die stehen irgendwo da hinten in dem Bereich, weil da stehen immer die unfallfreien Autos beim Verschiffer. Und das alles, was ihr hier seht, sind alles Unfallautos. Also wir waren jetzt hier oben auf der Rampe oder auf dieser Aussichtsplattform. Unten stehen viele, viele Unfaller, wie gesagt. Also ich habe mich selber erschrocken, dass die Anzahl an unfallfreien Autos, wie wir sie halt importieren, so gering ist. Also ich schätze mal, hier stehen 80-85% Unfallautos. Weil wir haben die, die hier drin sind, die zeige ich euch jetzt mal eben. Und dann gibt es halt draußen noch mehr. Und die Viecher werden halt mit dem Gabelstapler durch die Gegend gefahren. Also hier ist keiner mehr, der die fährt. Und unser Verschiffer hat uns auch gesagt, die dürfen die Autos gar nicht starten. Das verbieten die Kunden oder die Käufer dieser Autos. Jetzt gehen wir mal hier rum. Jetzt zeige ich euch erstmal die nicht so krassen. Dann sehen wir hier solche Unfallschäden. Sowas zum Beispiel. Auch hier gleiches Prinzip wie immer. Ihr könnt die Fahrgestellnummer eingeben. Die steht da vorne in der Scheibe. Wenn ihr die bei Google eingibt, vorab, seht ihr ja, was Sache ist. Also ich laufe jetzt mit euch einfach mal hier durch. Hier ist noch ein Challenger, das ist noch so ein schickes Paradebeispiel. Und aber das ist eine Wucht. Das Ding ist so heftig. Also hier hat es so gewumst. Ich meine, hier brauchen wir jetzt vorher keine Google-Suche betreiben, weil das Ergebnis steht hier. Aber der ist, wenn man hier mal guckt, wie kaputt das Ding ist, wie heftig im Arsch es ist. Also das hat so gerappelt und so gerumst, das ist Wahnsinn. Ihr wollt einen Chrysler Pacifica kaufen und ein schönes Familienauto haben, dann guckt vorher bei Google, lasst euch die Fahrgestellnummer geben und sucht vernünftig nach einem sauberen Auto. Wenn ihr das nicht tut, könnte passieren, dass euer Auto vorher mal so ausgesehen hat. Auf den ersten Blick super, super geil und auf den zweiten Blick kommt die bittere Wahrheit und das Auto hat mal so einen Schaden gehabt. Und wollt ihr mit so einem Schaden und eurer Familie heil in den Urlaub fahren? Also so werden übrigens die Autos transportiert. Wie ihr seht, wird das Ganze hier mit dem Gabelstapler gefahren. Weil die Autos so Schrott sind, dass sie gar nicht mehr fahren, nicht anspringen, nicht geradeaus laufen, was auch immer. Also die Masse an Schrottautos, die hier rumsteht, ist einfach brutal. Guck mal hier, ein schicker Mustang, oder? Hat jemand Lust auf einen schicken Mustang? Wie wär's denn mit sowas hier? Guck mal. Da wird sogar das Ganze noch mit dem Spanngurt gehalten, ne? Also,
War doch gar nicht so schlimm, oder? Und wenn ihr so ein Auto dann bei einem Verkäufer kauft, der sagt, das war ein leichter Frontschaden, können wir jetzt ja drüber streiten, dass das ein leichter Frontschaden war. Oder ihr habt da mal einen leichten Seitenschaden gesehen. Und das Rad muss auch im Leben nicht so stehen. Und das Rad muss auch da nicht drankommen. Und die Seite muss auch nicht so aussehen. Also ich bin jetzt einfach mal frech und sage, wenn ihr... Scheiße, man guckt euch mal so einen Unfall an. Ein Hoch auf die C6 hier. Aber, also nochmal, ich bin jetzt einfach mal frech und sage ganz klar raus, wenn ihr euch ein Ami-Auto kaufen wollt, kauft euch bitte, bitte was Vernünftiges und schützt euer Leben. Das, was ich hier sehe in diesem Lagerhaus, ist der Hammer. Also ich komme jetzt wieder bei diesem Atlas Crossboard hier an. So sieht der aus. Und wollt ihr jetzt mit so einem Auto irgendwann in den Urlaub fahren, wenn der repariert ist? Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr hier gesehen? Das hier, das ist der Haubendämpfer. Der Haubendämpfer war hier, da und ist hier durch die Motorhaube durchmarschiert. Muss ich nichts zu sagen, oder? Wie so ein Haubendämpfer dann auch durch den menschlichen Oberkörper marschieren würde. Oder auch von innen. Die Tür geht eh kaum auf. Guck mal hier. Lenkrad gebrochen. Im Innenraum alles kaputt. Also ich hoffe, dass der Mensch, der dieses Auto gefahren hat, noch lebt. Und um euch das Ganze etwas näher zu bringen, oder wenn ihr da mal auf gut Deutsch in die Scheiße gepackt habt und habt so ein Unfallauto gekauft, haben wir uns in diesem Video mit der Nicole getroffen, beziehungsweise nicht nur in diesem Video, die anderen Videos, die wir mit Nicole gedreht haben, verlinke ich euch. Und die Nicole kann euch rechtlich beraten, wenn ihr in die Scheiße gegriffen habt und habt mal so ein Schrottauto gekauft. Das Ganze wird jetzt auch nochmal fachlich beleuchtet. Das ist jetzt hier so ein bisschen behind the scenes. Das ist die Nicole. Videos verlinke ich euch. Also nochmal, wenn ihr so ein Auto kaufen wollt, kauft ein sauberes, investiert Zeit und Mühe in die Recherche und kauft nicht so einen Schrott. Und wenn ihr so einen Schrott gekauft habt, ist Nicole eure Frau. Und die kann euch vielleicht helfen, da nochmal irgendwas gerade zu rücken. Also im Sinne eures Wohls, des Wohles eurer Familie und eurer Kinder, tut euch den Gefallen. Und in diesem Sinne, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann.